Stiftung Hambacher Schloss und der Südwestrundfunk begrüßen Sie zum Demokratieforum Hambacher Schloss. Hier ist Ihr Gastgeber, Michel Friedmann. Frau Büchs, bei den drei Musketieren heißt es, alle für einen, einer für alle. Ist das Solidarität? Element. Also es gibt viele Beschreibungen von Solidarität, das ist ein ganz schillernder Begriff und wenn man es mal versucht zu greifen, dann ist das die Gesamtheit von helfendem, unterstützendem Verhalten, individuell oder kollektiv, die aufbaut auf einer gewissen Verbundenheit, auf einer Gemeinsamkeit, etwas, was man individuell wahrnimmt oder eben auch innerhalb der Gesellschaft. Herr Forst, Sie sind Philosoph. Wir versuchen uns mal dem Begriff zu nähern durch einen Trick. Was ist eigentlich das Gegenteil von Solidarität? Ja, da würde ich einerseits sagen, Rücksichtslosigkeit und eine gewisse Art sozialer Teilnahmslosigkeit. Aber um gleich schon mal anzudeuten, wie komplex der Begriff der Solidarität ist, aus Solidarität auszuscheren, weil sie eine falsche ist, kann auch etwas sehr Gutes sein. Insofern ist auch ein Gegenteil zur Solidarität, wenn sie nämlich eine falsche ist, die moralische Aufrichtigkeit. Sie wissen, dass Sie mir damit eine große Freude eben getan haben, weil wenn Sie sagen falsch, was ist richtig und was ist falsch, Solidarität, da können wir gleich alle mit einsteigen. Was ist eine falsche oder eine richtige Solidarität, Herr Forst? Aus dem Begriff der Solidarität selbst folgt nicht, dass es schon eine Tugend ist. Denn solidarisch können auch Verbrechergemeinschaften sein. Ja? Manchmal können die das sogar sehr gut sein. Das heißt, die Solidarität ist selbst weder ein Wert noch eine Tugend. Es kommt daran, wie sie begründet ist. Hängt sie mit Gerechtigkeit zusammen? Hängt sie mit Menschlichkeit zusammen? Hängt sie mit einem Projekt zusammen, das wertvoll ist, gefördert zu werden? Dann wird Solidarität eine Tugend. Eine falsche Solidarität ist eine, die sich sozusagen verschwört gegen den Rest der Gesellschaft. Frau Luhmann, das sind ja auch emotionale Prozesse, wenn wir von falsch und richtig reden. Da ist sehr viel Interpretationsspielraum noch mal drin, weil Peer Groups könnten genau diese Etiketten anwenden für sich. Da würden wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sein. So ist es bei der Gruppe richtig. Der Politologe Kuno Klamm sagt, ich zitiere, Solidarität heißt, ein fremdes Problem zu seinem eigenen zu machen. Das klingt leicht, ist es das auch? Und heißt es, dass man, um solidarisch zu sein, empathische Fähigkeiten haben muss? Oder muss man die auch nicht haben müssen? Es hilft natürlich, empathische Fähigkeiten zu haben. Also Menschen, die empathisch sind, denen fällt es grundsätzlich leichter, sich prosozial zu verhalten, anderen zu helfen. Das kann im Alltag sein, das kann aber eben auch für ein eher abstraktes Ziel sein, was wir dann mit Solidarität vielleicht dann auch bezeichnen würden. Insofern, ja, Empathie hilft, empathisches Verhalten oder Empathie empfinden zu können, ist nützlich, aber nicht notwendig. Solidarität kann auch anders hergestellt werden durch Zwang. Ist es dann eine gute oder eine schlechte Solidarität? Das kommt darauf an, wie, wozu man gezwungen ist, was die Inhalte dessen sind, was das solidarische Handeln erfordert. Also Zwang kennen wir etwa in der Rechtsgemeinschaft, wo bestimmte soziale Verpflichtungen rechtlich festgeschrieben sind. Wenn diese Verpflichtungen gut begründet sind, lässt der Zwang die Solidarität nicht in etwas Gegenteiliges umschlagen. Aber Frau Büchs, Sie haben es schon wieder gut begründet. Auch da ist wieder dieser Begriff gut drinnen. Ich dachte eigentlich, Zwang ist an sich schon mal nicht so besonders gut. Und dann kommt doch die Frage doch noch mal auf. Braucht es für die Solidarität auch die Empathie? Also ich möchte erstmal Herrn Forst unbedingt Recht geben. Wir haben ja einfach einen Rechtsstaat und in dem gibt es relativ viele Dinge, die einfach rechtlich kodifiziert sind und die entsprechend deswegen einen Zwang ausüben. Und das tun wir für viele positive Zwecke und Ziele. Das ist also als solches nicht problematisch und deswegen ist auch sind solidarische Elemente in unserem Gemeinwesen. Beispielsweise wird die Krankenversicherung als ein
solidarisches System beschrieben, das ja mit Zwangsbeiträgen einhergeht, nicht von vornherein deswegen etwas Schlechtes. Im Gegenteil, das ist ja etwas, was wir im Gemeinhin sehr stark unterstützen. Es braucht sicherlich emotive Anteile, also Empathie hilft oder eine prosoziale Orientierung. Aber man muss sich klar machen, Solidarität hat auch etwas mit Gegenseitigkeit zu tun. Also man darf da auch ein Element, insbesondere wenn es jetzt nicht so zwischen einzelnen Menschen ist, ich helfe meinem Nachbarn oder so, sondern es geht tatsächlich um institutionalisierte Solidarität, dann ist die sogenannte Reziprozität ganz wichtig. Nicht direkt, also nicht so ein Tit for Tat, aber wir müssen alle gemeinsam das Gefühl haben, wenn wir dieses Helfende, Unterstützende leisten, irgendetwas kommt irgendwann irgendwie wieder zu uns zurück. Wenn das dauerhaft nicht passiert, dann erschöpfen sich die solidarischen Ressourcen. Und deswegen gibt es Menschen, die sehr empathisch sind und sehr prosozial eingestellt, bei denen das sehr lange dauert. Und es gibt Menschen, bei denen das vielleicht etwas schneller der Fall ist. Aber dass das ein stützendes Element ist für Solidarität, das steht, glaube ich, außer Frage. Gebe ich absolut recht. Aus psychologischer Perspektive können wir das auch genauso in empirischen Studien zeigen. Also Empathie, prosoziale Einstellung helfen dabei, solidarisches Handeln, solidarische Einstellung auch über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Aber es erschöpft sich eben. Und dieses Prinzip der Reziprozität ist dabei extrem wichtig. Und da möchte ich vielleicht noch einmal ergänzen, dass es, wie Sie sagten, kein Tit for Tat sein muss. Das bedeutet, man muss nicht das Gleiche zurückbekommen. Man muss auch nicht sofort etwas zurückbekommen. Es ist vielleicht auch okay, wenn man nie etwas zurückbekommt, weil es sich nicht ergibt. Aber man sollte zumindest irgendwie ein Einverständnis darüber haben, dass wenn es sich die Gelegenheit gibt, dass man dann natürlich etwas zurückbekommen könnte. Es gibt Solidargemeinschaften, die so strukturiert sind, wo nicht jeder dasselbe einbringt und zurückerwartet, aber dass alle ihren Teil beitragen, ja. Es gibt aber auch Solidaritäten und Solidargemeinschaften, bei denen das nicht ganz so ist. Also die Solidarität mit Menschen, die in irgendeinem Land fern von mir, die ich gar nicht kenne, für Menschenrechte eintreten und mit denen ich solidarisch bin, indem ich politisch oder finanziell unterstütze. Da erwarte ich keine Gegenseitigkeit. Oder Menschen, die von einer Katastrophe heimgesucht wurden, weit weg von hier. Wenn ich da solidarisch helfe, erwarte ich keine Gegenseitigkeit. Genauso könnten wir uns überlegen, ob es Solidarität mit künftigen Generationen gibt. Da erwarten wir auch keine Gegenseitigkeit. Das heißt also, es ist nicht in jedem Fall so, dass die Solidarität eine Gegenseitigkeit impliziert. Ich wollte, bevor Sie noch darauf eingehen, dann doch intervenieren bei dem Zustand, bei dem wir gerade in der Beschreibung waren. Sie sprechen von gesetzlichen Maßnahmen. Ich würde gerne die Frage mit in die Diskussion einwerfen, ob der Unterschied zwischen dem Gerechtigkeitsdenken, der durch staatlich-politisch legitimierte Gesetzgebung organisiert wird, und das, was wir unter Solidarität verstehen, nicht bei der Solidarität in der Freiwilligkeit besteht, auch was Sie da gerade eben aufgeworfen haben. Es muss ein Geben und ein Nehmen geben, anders als beim Gesetz, wo ich das beanspruchen kann. Übrigens bedanke ich mich nicht bei Ihnen, dass ich dann Hartz IV bekommen kann. Es ist ein Anspruch an sich. Ist es ja in der Solidarität doch die Freiwilligkeit, die im Vordergrund steht, oder irre ich mich? Also ich würde das ist eine, wie ich finde, ausgezeichnete Frage, die ich dann sozusagen auf Herrn Forst auch erwidern würde. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist sicherlich nicht immer notwendig, aber je institutionalisierter Solidarität ist, das heißt auch, je unfreiwilliger sie wird, desto wichtiger wird diese Gegenseitigkeit, wird die Reziprozität, insbesondere auch, wenn das länger andauert. Was Sie beschrieben haben, also wenn ich jetzt mit Menschen, die am anderen Ende der Welt eine Naturkatastrophe erleben, solidarisch bin und vielleicht was spende, dann sind das einmalige, völlig freiwillige Hilfshandlungen, die spontan entstehen. Es ist
eben etwas sehr anderes, wenn Solidarität institutionalisiert wird. Es gibt sogar Menschen, die sagen, diese Art von vertraglicher Solidarität, die gibt es eigentlich nicht, diesen Oxymoron. Das kann eigentlich gar keine Solidarität sein. Ich würde immer sagen, doch ist sie. Sie ist verfestigt worden, sie ist institutionalisiert worden. Und die allerdings, die erfordert, dass es in irgendeiner Form eine, wie Sie es eben so schön beschrieben haben, sehr indirekte Gegenseitigkeit gibt. Wenn es die nämlich nicht gibt, dann ist es auch eine verfestigte Vorgabe, eben keine solidarische mehr, keine solidarische Praxis. Denn das ist ganz wichtig, letzter Satz. Ich verstehe Solidarität als etwas, was man tut. Also nicht als ein Ideal, nicht als etwas, was irgendwie abstrakt da steht, sondern als etwas, was man tatsächlich umsetzen muss. Und das kann sich dann erschöpfen. So, und das diskutieren wir weiter. Eine weitere Ergänzung, liebe Frau Luhmann, Sie sind ja Professorin für Psychologie und Sie forschen unter anderem über Lebenszufriedenheit. Wir sprachen auch über Einsamkeit. Was mich interessiert in dem Zusammenhang, erstens, ich behaupte jetzt mal, das ist relativ nachvollziehbar, Menschen sind soziale Wesen. Sie können nur leben, solange wir als soziale Wesen uns gegenseitig auch unterstützen. Aber sind Menschen auch solidarische Wesen? Das ist sicher ein weiterer Schritt. Also wir sind soziale Wesen, das bedeutet, so etwas wie Prosozialität steckt sicher in uns allen, ist sozusagen in unserer Natur ein Stück weit angelegt, wenn es auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Unter Solidarität verstehe ich als Psychologin etwas, was noch abstrakter ist, ja, was ich eben zum Beispiel auf einer institutionalisierten Ebene zeigen kann, aber auch etwas drunter, also zum Beispiel innerhalb von Familien. Sie sprachen an, dass es in anderen Gesellschaften durchaus anders sein kann. Wir wissen zum Beispiel, dass es auch in Europa Kulturen gibt, in denen Solidarität innerhalb der Familie ein so starker Wert ist, dass es fast wie ein Zwang, habe ich vorhin gesagt, ist, ich würde sagen, eine Norm ist, der man folgen muss. Also insofern, Solidarität ist sicher schwierig und ist nicht etwas, was jedem ganz von selbst kommt, anders als prosoziales Verhalten im Alltag. Wenn man sieht, jemand hat Schwierigkeiten irgendwie mit dem Koffer, dann hilft man mal schnell. Solidarität ist abstrakter. Man weiß nicht unbedingt genau, wem man da hilft. Man weiß nicht, ob man jemals etwas zurückbekommt und das macht es herausfordernder. Herr Forst, wenn ich diese Beschreibung jetzt nehme und sie versuche, in unsere ganz konkrete Gegenwart zu übersetzen, nämlich auch während der Corona-Zeit, aber wir können die Beispiele eigentlich austauschen. Manchmal hat man in der Debattenkultur das Gefühl gehabt, man sollte den einen oder anderen mal dieses Wort wegnehmen, um besser zu verstehen, was gemeint ist, wenn dieses Wort verwendet wird, weil dieses Wort, so wie wir auch jetzt begonnen haben, darüber nachzudenken, ein Gefäß für allerlei ist. Was ist unverzichtbar in dem definitorischen Bereich, wenn wir diesen Begriff auch in Diskursen verwenden? Ja, also es ist in der Tat so, dass ich mit diesen Begriff ganz verschiedene Dinge benennen lassen. Und wir auch sehen müssen, dass jemand, der Solidarität ruft, manchmal damit etwas im Sinn hat, was manche Leute einschließt und andere wieder, vielleicht sogar viele, ausschließt. Also wir müssen mit diesem Begriff vorsichtig sein. Richtig ist, dass Freiwilligkeit dazugehört und dass, um auf die Frage mit der Rechtsgemeinschaft nochmal zu kommen, wenn ich darf, heißt, dass auch wenn das rechtlich kodifiziert ist, wir als politische Gemeinschaft, das heißt also als Gesetzgeber, aufgefordert sind, diese Systeme mit guten Gründen rechtlich festzuschreiben, sodass also diese Systeme aufzugeben, etwa in einer unsolidarischen Sozialstaatsreform, eine unsolidarische Tat ist. Das heißt also, das Festschreiben von gewissen Solidaritätsnormen im Recht ist selbst ein politisch solidarischer Akt. Aber zu der Frage, ja, wir müssen
bei Solidarität immer genau sagen, woraus sie sich begründet, ob es die Abwehr von Krankheitsgefährdung ist oder etwas anderes, ob es eine humanitäre Tat ist oder eine, die die Gerechtigkeit fordert, eine, die supererogatorisch, also über das Geforderte hinausgeht. Alles das können Solidaritäten sein. Aber wichtig ist, dass gerade in so einem politischen Diskurs wie der Zeit, wo sehr viel Solidarität, Zusammenhalt, andere Begriffe beschworen werden, dass man genau sagt, was begründet eigentlich die Verpflichtung zu solidarischem Handeln in diesem Moment, sodass zum Beispiel viele missverstehen Corona-Maßnahmen als paternalistische Auflage des Staates, sich freiheitseinschränkend selbst schützen zu müssen. Dabei sind aber Maskenpflicht und so weiter Pflichten anderen gegenüber, die ich anstecken könnte, ohne, weil ich das Virus tragen könnte, ohne es zu wissen. Welche Deutung man diesen Maßnahmen gibt, ist hochrelevant für die Bereitschaft zu solidarischem Handeln. Wenn ich meine, der Staat zwingt mir eine paternalistische Maßnahme auf, wehre ich mich dagegen vielleicht. Wenn ich das so interpretiere, dass der dass die politische Gemeinschaft sich verpflichtet, dass ich andere schützen soll, die ich möglicherweise anstecke, ist dieselbe Maßnahme ganz anders interpretiert. Und die Bereitschaft zur Solidarität ist, weil die Begründung stimmt, höher. Aber es klingt so, als wenn die Gesellschaft etwas sich entscheidet oder beschließt zu tun oder zu lassen, dass ein Aufruf an mich ist, mich jetzt solidarischer zu verhalten. Ich kann mich genauso dagegen wehren und sagen, das ist ein paternalistischer Prozess innerhalb einer Gesellschaft, dem ich mich entziehen will, weil ich die Begründung, wie Sie das eben gesagt haben, nicht nachvollziehen kann. Und deswegen will ich doch auch Sie noch mal ansprechen, Frau Büchs, weil Sie das ja selbst in das Gespräch gebracht haben. Wenn ich Herrn Voss richtig zugehört habe und von der Freiwilligkeit noch mal spreche, solange die Menschen sich auf eine oder ein Teil der Gesellschaft sich auf einer freiwilligen Ebene solidarisch verhalten, bräuchte es ja gar nicht den gesetzgeberischen Prozess. Wir haben es bei Corona erlebt, aber auch in anderen Maßnahmen. Irgendwann, wenn man das Gefühl hat, man könnte das jetzt auch rationaler formulieren, dass die Leute, die Menschen, ein Teil der Bevölkerung nicht tut, was vernünftig ist, dann entsteht eine Gesetzgebung, ein politischer Prozess, der parlamentarisch abgesetzt ist, und dann wird dann eine Verordnung, ein Gesetz durchgeführt. Ich will noch mal dabei bleiben. Das ist dann doch nicht mehr Solidarität, sondern das ist eine politische Maßnahme, die in einen Gesetzestext, in einen Verordnungstext gebracht wird, wo ja mein Spielraum auf Null geht. Und das ist die nächste Frage. Freiwilligkeit, aber soweit ich Solidarität verstehe, ist da auch ein Spielraum. Beim Gesetz ist es nicht mehr da. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich wollte nämlich noch was ergänzen zu dem, was Herr Voss gesagt hat. Was in der letzten Zeit häufiger passiert ist, ist, glaube ich, dass Solidarität als die eine Begründung für Maßnahmen verwendet wurde. Und das ist wirklich häufig problematisch. Denn häufig gab es für verschiedene Maßnahmen mehrere Begründungen. Und man hat appelliert an die Solidarität, weil da Solidarität, ich bin ganz bei Ihnen, Herr Voss, man kann viele, viele Dinge meinen, wenn man von Solidarität spricht, da hat Solidarität als Motivation fungieren sollen. Also es war der Appell daran, wir mögen uns alle sozusagen auf dieser affektiven, prosozialen Ebene doch füreinander vernünftig verhalten. Also da sollten wir uns an Regeln halten und die motivationale Kraft sollte eben aus der Solidarität kommen. Aber die Begründung für einen Großteil der Maßnahmen war zum Teil der Schutzauftrag des Staates zum Beispiel. Das ist nicht direkt, das ist nicht gleichzusetzen mit Solidarität. Und ich finde das wirklich wichtig, also da möchte ich Ihnen sehr, sehr recht geben, dass es, so sehr ich nachvollziehen kann, dass man an Solidarität appelliert, weil das auch etwas ist, was viele umgreift und wozu viele ein positives Verhältnis haben in unserem Gemeinwesen. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Damit kriegt man schnell Menschen motiviert. Und das ist an sich nicht problematisch. Ist es eben doch so, je länger Dinge dauern und je mehr Maßnahmen man erlassen muss, desto besser man erklären muss, warum und wofür man sie erlässt. Und irgendwann reichen dann solche Appelle
an Zusammenhalt oder Solidarität nicht mehr und schaden vielleicht sogar eher dieser Motivation. Und das, finde ich, ließ sich ganz schön ablesen daran, dass uns viele Sozialwissenschaftlerinnen und Kommunikationswissenschaftler immer wieder gesagt haben, die Politik muss erklären, warum sie das macht. Die Politik muss das sehr gut begründen, warum sie das macht. So diese allgemeinen Formeln, die funktionieren dann irgendwann nicht mehr so gut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Da müssen Sie mir helfen und uns helfen. Wenn man den Appell an Solidarität Menschen gegenüber formuliert, ist das primär ein emotionaler Prozess beim Empfänger oder ist das ein kognitiv-argumentativer Prozess beim Empfänger? Weil wenn die These von Frau Büx stimmt, was ja auch immer wieder, nicht nur bei dieser Krise, sondern bei vielen Krisen, dann erzählt wird, die Politik muss uns das besser erklären, ist das ja eher ein kognitiver Prozess. Nun hat man manchmal das Gefühl, es wird zwar dauernd erklärt und trotzdem kommt es beim Empfänger nicht an. Also deswegen ist Solidarität als Impuls, als auch etwas, was man bei Menschen motivieren kann, emotional oder primär kognitiv determiniert? Idealerweise ist es natürlich genau beides. Mhm. Idealerweise hat man sowohl eine rationale Begründung, meistens hat man die sowieso von vornherein. Denn Solidarität wird oft begründet mit einem großen gemeinsamen Ziel. Und je größer und herausfordernder das Ziel ist, desto leichter ist es, auch die Menschen dann dahinter zu versammeln. Ja, die Bekämpfung der Corona-Pandemie gerade in der ersten Phase war ein wunderbares Beispiel dafür, wo das noch sehr gut funktioniert hat. Das heißt, man braucht natürlich diesen rationalen Aspekt, denn sonst wird man sehr schnell an den Punkt kommen, wo sich die Rationalität erschöpft hat und wo man dann eben merkt, andere spielen nicht so mit. Warum sollte ich denn jetzt noch mitspielen? Warum soll ich mich einschränken, wenn andere es nicht tun? Ja, das Emotionale braucht man aber unbedingt auch. Oder sagen wir mal so, ich glaube, das Emotionale kann helfen, das noch etwas längerfristig aufrechtzuerhalten. Ich würde behaupten, dass das Emotionale, also nur ein emotionaler Appell an wir sind eine Gemeinschaft, wir schaffen das zusammen, dass das sehr schnell sich abnutzt. Also von daher ist die ideale Kombination wirklich beides. Und da gebe ich Frau Büx absolut recht, da hat es in der Kommunikation bezüglich der Maßnahmen oft gemangelt. Ja, dass es am Anfang eher emotional war und dann kamen zu rationale Begründungen, die aber wieder nicht jeden mitgenommen haben. Also aber da muss ich jetzt vertiefen. Zu rational, die nicht jeden mitgenommen haben, da bitte ich Ihnen, Sie mir zu helfen. Also zu rational, das ist eine interessante Variante. Ich dachte eigentlich, es kann nie rational genug sein. Und um Menschen mitzunehmen, ist anscheinend, also wenn ich Sie verstanden habe, das Rationale manchmal auch kontraproduktiv. Wie soll es denn jetzt gebacken werden? Wenn ich das noch kurz klarstellen darf. Also ich glaube nicht, dass es zu rational sein kann insgesamt, sondern dass die Balance stimmen muss. Also wenn eine Erklärung nur noch auf der rationalen Ebene ist und das Emotionale auf einen langen Zeitraum hin rausgelassen wird, dann kann es problematisch sein. Aber Herr Voss, wir leben in einer pluralen Gesellschaft und die Deutungshoheit, die Machtdeutungshoheit ist verteilt. Und es gibt Bewegungen und Gegenbewegungen und dritte und vierte und fünfte Bewegungen. Wir Menschen sind deswegen auch als Empfänger, wenn es um solidarische Aufrufe geht, ich sage das jetzt mal sehr liebevoll, oft auch irritiert und haben uns gerade auf den einen Weg gemacht. Und dann hören wir von einer anderen Gruppe, dieser Weg ist das Gegenteil von Solidarität. Oder wir hören, es ist eine selektive Solidarität. Deswegen nochmal, wie soll man es denn backen in einer pluralen demokratischen Gesellschaft? Diese Gesellschaft dürfen wir uns nicht so vorstellen, dass der Staat eine Instanz ist, die uns irgendwas zuruft, sondern wir sind ja miteinander die politische Gemeinschaft. Wir müssen diskutieren, was richtig ist, was angemessen ist, angesichts einer sehr gefährlichen pandemischen Lage, die unterschiedliche Leute unterschiedlich, aber viele treffen kann, die von diesem Virus auch tödlich getroffen werden können. Das heißt also, es ist nicht der Staat, der mit uns kommuniziert, sondern wir untereinander. Und wenn wir bestimmte Normen festschreiben im Recht, werden die dadurch nicht, wandeln die sich nicht von Solidarnormen zu Rechtsnormen, weil zunächst einmal gilt der Gesetzgebungsprozess der Klärung dessen, was allgemein zu tun ist. Und die Erwartung ist, dass man das einsieht,
was zu tun ist und es nicht deshalb tut, weil ich dazu gezwungen werde. Also manchmal neigen Juristen, Entschuldigung, der also selbstverständlich nicht Sie, dazu anzunehmen, wenn eine Norm zwangsbewährt ist, sei das Motiv, sie zu befolgen, die Furcht vor Sanktionen. Aber das ist natürlich nicht so. Weil eine Norm, wenn sie gut begründet ist als Rechtsnorm, sollte eigentlich befolgt werden, weil man sie einsieht. Und so war es auch hier. Und da würde ich sagen, dass auch der Gegensatz zwischen einer emotionalen Befasstheit mit einer Sache und einer rationalen Einsicht kein wirklicher Gegensatz ist. Weil wenn ich vor einem Virus Angst habe, ist das emotional. Wenn ich Angst um meine Eltern oder Großeltern habe, ist das emotional. Aber genauso ist die Einsicht dabei wichtig, wie gefährlich dieses Virus ist und was man am besten macht, um es abzuwenden. Also hier muss, wenn eine Gesellschaft bereit sein muss, ihr Leben so gravierend umzustellen, beides zusammenkommen. Und würde als Kantianer sagen, je klarer mir ein Grund einleuchtet, desto emotionaler bin ich dabei, ihn zu vertreten und diesem grundgemäß zu handeln. Darf ich noch was ergänzen? Ich bin so dankbar, dass wir das hier auseinanderklamüsern, weil man das selten tut. Deswegen tun wir das hier. Und ja. Ich möchte noch mal auf den Begriff der Balance eingehen, den Frau Luhmann da gerade erwähnt hat. Ich finde, das sieht man sehr schön im Verlauf der Pandemie, im Verhältnis, ich mache es jetzt sehr einfach, von alt und jung. Also jetzt sehr Holzhammer. Initial war es einfach so, man wusste recht gut, hohes Alter ist ein ganz starker Risikofaktor und die Jungen hatten, also insbesondere mit dem sogenannten Wildtyp, also mit der ersten Sorte der des neuartigen Coronavirus, niedrige Risiken. Also die haben sich in dieser Zeit sehr solidarisch verhalten. Das hat auch noch mal sehr gut funktioniert, als es um die Verteilung der knappen Impfstoffe ging. Anfangs, da war die gleiche Konstellation. So, und dann dauerte das alles immer länger, immer länger. Und die Belastungen bei den Jüngeren wurden immer höher, immer höher, immer höher. Und die Älteren waren immer besser geschützt. Und da hat es eine Entwicklung gegeben, auch in der öffentlichen Debatte. Aber das sieht man auch, ich sage das jetzt als Laie für Ihr Fach, in den psychologischen Langzeitstudien, man sieht das in den sozialwissenschaftlichen Studien, dass die Jungen irgendwann gesagt haben, also ich sehe das alles immer noch rational ein, aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist sozusagen, jetzt sind wir dran, das ist einmal diese Gegenseitigkeit, aber da ist auch was Emotionales dabei. Und das, deswegen ist das so wichtig. Die beiden Aspekte, das Verstehen und das Fühlen, die müssen für gute solidarische Praxis einfach im Einklang sein. Und wenn das auseinanderklafft zu stark, dann funktioniert es nicht mehr. Und allerletzter Satz, wenn ich das noch darf. Sie können auch noch drei Sätze sagen. Wir haben hier Zeit. Deswegen ist eben nicht nur sowas wie so ein finanzieller Ausgleich, so wie Corona-Hilfen. Die werden ja auch von manchen als sozusagen so eine solidarische Gegenseitigkeit verstanden. Wichtig, sondern auch diese Anerkennungsebene, dieses Symbolische, dass einfach sehr stark unterstrichen wird, was da sozusagen von den Jungen jetzt als Beispiel geleistet wurde. Das darf man nicht unterschätzen. Und das fällt oft runter, weil man sagt, na, das ist nicht so eine harte Geschichte. Aber die ist für diese Art von Balance, die wir brauchen, glaube ich, extrem wichtig. Ich will das mal aufgreifen und mit Ihnen beiden weiter diskutieren. Es gibt ja auch so etwas bei dem Thema Solidarität, weil wir von der Freiwilligkeit sprachen, von einer unfreiwilligen Freiwilligkeit in dem Moment, wo der Gruppenzwang deutlich wächst, die Erwartungshaltung deutlich wächst, wo Menschen genötigt werden, sich solidarisch zu verhalten, obwohl sie weder emotional noch kognitiv davon überzeugt sind. Und wir erleben ja diese Dissonanzen, diese Diskrepanzen auch sehr deutlich in den Reaktionen der Peer Groups, wenn dann in einer Gesellschaft ein hergestellter Konsens in Frage gestellt wird. Wie geht man in einer, ich diskutiere das ganz bewusst und betone das immer wieder, in einer demokratischen, pluralen Gesellschaft damit um, dass solche gruppendynamischen Prozesse stattfinden? Man erlebt das in dieser Corona-Pandemie einfach sehr beispielhaft, wo sich sehr viele geeinigt haben, dass einige auf irgendwas verzichten und die einen, wenn sie dann so dagegen sagen würden, hallo ich, wieso nicht du, sie lachen.
dann die Antwort geballt bekommen, wie kann man so unsolidarisch darauf reagieren? Also der Gruppenzwang in der Solidarität, welche Rolle spielt er? Der Gruppenzwang spielt natürlich schon eine große Rolle, aber ich finde das einen ganz interessanten Punkt, was Sie aufgreifen mit der Idee, dass man eben eine Minderheit hat, die mitmacht, weil sie das Gefühl haben, sie werden ausgeschlossen, wenn sie nicht mitmachen, aber eigentlich nicht davon überzeugt sind. Und ich glaube, das ist nicht per se schlecht. Ja, es ist gerade in der Corona-Pandemie gut gewesen, dass es so einen gewissen Gruppenzwang auch gab. Übrigens manchmal auch durchaus in die andere Richtung. Also ich erinnere mich, im letzten Jahr waren wir mal in einem Ort, in einem anderen Land, wo das Maskentragen nicht verbreitet war und man neigt dazu, dann auch eher nicht mitzumachen. Also es geht in verschiedene Richtungen. Aber so ein Gruppenzwang kann eben schon auch helfen, diejenigen mitzuziehen, die nicht aus Überzeugung solidarisch sind, aber auch jetzt nicht komplett dagegen sind. Das ist natürlich ein sehr, sehr feiner Grad, weil natürlich haben wir in dieser Gruppe, wenn man jetzt zum Beispiel an die Querdenker denkt, durchaus Menschen, die einfach aus Unsicherheit oder weil sie nicht genau verstehen, was da passiert ist, nicht ganz mitziehen möchten bei den Maßnahmen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die wirklich aus voller Überzeugung dagegen sind und auch nicht unbedingt rationale Gründe haben. Und da dann die Grenze zu ziehen, das ist natürlich extrem schwierig. Also ich würde dafür plädieren, den Menschen zuzuhören, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und nur bis zu einem gewissen Punkt, da sind wir wieder in der Subjektivität, bis zu einem gewissen Punkt. Ich will das nochmal aufgreifen mit der Frage des Gruppendruckes. Man kann irgendwann mal auch zum Begriff kommen des Gruppenzwangs und würde gerne die Frage hinzufügen, kann man Solidarität lernen, Herr Forst? Solidarität kann man gar nicht anders praktizieren, als gelernt zu haben, was erwartet wird, was man tun muss, was man von anderen erwarten kann. Der Gruppenzwang ist fast ein soziales Gesetz. Ja, Solidargemeinschaften können befreiend sein, etwa im emanzipatorischen Kampf. Und sie können hoch unfrei machen, wenn du zu einer Gemeinschaft gehörst, die sehr hohe Erwartungen an dich hat und du kriegst so langsam Zweifel und fühlst dich nicht wohl, aber du siehst, ich muss das machen. Ja? Also das mit der Freiwilligkeit ist, je näher man in die Realität geht, wird es umso schwieriger. Also es gibt bei Solidaritäten so eine Art Kontraktionsentwicklung. Je stärker die Krise, je stärker der Aufruf zur Solidarität, gibt es eine gewisse Kontraktion nach innen. Das heißt also, alle müssen mitmachen. Alle beobachten einander, so wie Sie es beschrieben haben, dass da bloß niemand ausschert. Das kann auch wirklich Gruppendruck in einem hohen, unangenehmen Maße sein. Und genauso gibt es eine Kontraktion nach außen. Die Solidargemeinschaft schirmt sich ab nach außen. Und es ist ja nicht so, dass wir das nicht in dieser Pandemie auch gesehen haben. Gewisse Mutationen des Virus werden ja gerne mit Namen anderer Länder belegt. Und Donald Trump hat ja auch mal mit dem China-Virus versucht, die Xenophobie, die ihm sowieso in seiner politischen Rhetorik eingeschrieben war, dann auch so zu verwenden. Also es gibt eine Kontraktion nach innen, die Gemeinschaft wird enger. Das hat Gutes, aber auch nicht nur Gutes. Und es gibt eine Kontraktion nach außen, die Gemeinschaft kapselt sich ab. Und das ist ein Dilemma, über das wir vielleicht auch noch sprechen werden, nämlich wem gebührt eigentlich die Solidarität in Bezug auf Impfstoffe und Impfstoffentwicklung und Produktion, wenn wir mal über unsere Gesellschaft hinaus schauen. Das können wir gleich aufgreifen, weil das ja jetzt wieder eine Frage der Vernunft und der Solidarität ist. Aber manchmal hat man das Gefühl, jeder denkt am Ende doch nur an sich selbst. Gerade bei der Impfstoffverteilung erleben wir das. Wir wissen vernunftsmäßig, ich will jetzt Gott Kant nicht zitieren, weil der hat schon oft versagt, dass wir durch die Mutationen in Teilen der Welt, in der der Impfstoff eben nicht vorhanden ist, weil wir ihn primär für uns produziert haben, auch verwenden, uns gleichzeitig wieder neu gefährden. Wie weit im Sinne von Raum und Zeit
lässt sich, obwohl man das aus Vernunftsgründen weiß, also da geht es jetzt nicht darum, ich bin solidarisch, ich bin ein guter Mensch und helfe Menschen auf einem anderen Kontinent, sondern aus Eigeninteresse helfe ich sogar Menschen. Wie weit geht denn dann diese Vernunft und den Begriff? Wie weit kann ich ihn ausdehnen? Das ist ja was anderes, als wenn ich Weihnachten eine Spende nach Afrika schicke. Hier geht es um einen Stoff, den ich erst einmal mir überlege, naja, für mich, meine Freunde, meine Verwandten. Also wann wird dieser Begriff Solidarität auch ganz konkret an dem Beispiel hohl und leer? Ich glaube, was das Globale anbelangt, hat man die schwierigste Situation. Denn da geht es nicht mehr um die Motivation Einzelner. Da geht es um eine Staatengemeinschaft, da geht es um die globale Verteilung. Und in der Tat kann man da schon sagen, dass es eine eigeninteressierte Solidarität geben kann. Also dass es eben prudentiell, also klug ist für Staaten, die jetzt sehr viel Impfstoff haben, nicht zu vergessen, dass andere Gegenden der Welt überhaupt nicht geimpft sind und dort Mutationen entstehen können, die sozusagen zu uns herüberkommen können. Aber das trägt nur, wenn noch die Angst besteht, dass im eigenen Land sozusagen dann Gefahr entwickelt. Also das hat schon mal dieses Problem. Das Zweite ist, dass man dabei natürlich völlig ignoriert, dass es in diesen Ländern unglaubliches Leid gibt. Also man blendet durch diese eigeninteressierte Solidarität ein ganz wichtiges, anderes prosoziales Motiv nämlich aus, dass man sagt, schau, wir sind eine Menschengemeinschaft, wir sind alle vulnerabel und wir müssen uns einfach umeinander kümmern, also diese Verbundenheit auf einer ganz fundamentalen Ebene. Und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich nicht klug, also ist es sehr begrenzt, nur auf diese eigeninteressierte Solidarität zu schauen. Das mal vorweg. Aber das Problem ist, und deswegen ist wieder die Ebene der Institutionalisierung so wichtig, weil es da um die Beziehung von Staaten geht, geht es einfach da um Nationalstaaten. Und Nationalstaaten haben zunächst mal Schutzaufträge für ihre eigenen Bevölkerung. So, und da sind wir doch wieder an diesem gruppenbezogenen Solidaritätsbegriff. Das ist eine Art ausschließende Solidarität. Man könnte, wenn man Rainer Forst noch mal erinnert, schon noch mal aufrufen, dass Solidarität beispielsweise unter Clans, unter kriminellen Organisationen ebenfalls nach einem Prinzip, um das Prinzip nur zu nennen, ist, wir denken an uns, wir schützen unsere Gruppe und dann wollen wir mal sehen, auf wessen Kosten und wer dann auf der Strecke bleibt. Diese Idee, die dahinter steckt, also nicht global und nach Interessen zu suchen, ist das ein Hindernis. Was ich also noch mal aufrufen möchte, sind Emotionen wie Neid. Sie sprachen von Angst. Wir können auch von anderen Emotionen sprechen. Sind sie nicht immer ein Trigger, die für oder gegen ein Verhalten plädieren? Dass wir zwar Solidarität nennen, aber das Gegenteil damit gemeint ist? Nein, ich denke, dass Gefühle gar nicht eine eigene Sprache bilden, die mit Gründen kollidieren können. Denn Gefühle sind Investitionen, die wir spüren, starke Wertungen. Und in dem Moment, in dem wir Mitleid haben oder andere Gefühle, auch Angst, haben wir eine starke Wertung. Und diese Angst muss, wenn ich sie überwinden will, dann muss ich erkennen, woher sie kommt. In dieser Pandemie muss jeder wissen, dass sie von vornherein globaler Natur war. Ja? Da muss man nicht wirklich, also ob Gefühle, Verstand, Vernunft hin und her, das ist einfach so. Und dann muss man auch wissen, dass man sie nicht in einem Land allein bekämpfen kann. Es ist richtig, dass Eigennutz und Solidarität einander nicht ausschließen. Wer hätte denn bei der Solidarität der Arbeiterklasse gesagt, ja, der Arbeiter muss da kämpfen, aber ihm bringt's nichts. Natürlich bringt ihm das was. Solidarität und Eigennutz schließen einander nicht aus. Aber das Gemeinwohl muss das Entscheidende sein. Ja? Das Gemeinwohl, da ist natürlich mein eigenes Wohl eingeschrieben. Aber ich kann es nicht hochziehen im Sinne einer egoistischen Bevorzugung meiner selbst. Insofern würde ich sagen, hier ist Arbeit im öffentlichen Diskurs nötig, zu sehen, dass diese Pandemie eine globale Angelegenheit aller Menschen ist. Ja, politische Gemeinschaften haben das Recht und auch die Pflicht, einander zu schützen. Sie haben aber genauso die Pflicht, Menschenrechte zu achten
und international im Sinne eines Gemeinwohls aller zu operieren. Und wenn es bei so einer Frage nicht gelingt, eine internationale Sprache zu entwickeln, die solidarisch nicht nur in der Rhetorik, sondern in den Taten ist, dann haben wir wirklich hier die Möglichkeit einer Krise verpasst. Das ist mir jetzt zu harmlos. Ich will Herrn Voss was fragen. Dieses Dann ist mir zu harmlos mit dem Wenn. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, die mir ständig gestellt wird? Wenn es ganz konkret jetzt um die Verteilung von Impfstoffen geht, was würden Sie sagen auf die Frage, dürfte man jetzt aus unserem Kontingent, das in Deutschland noch knapp ist, wir alle wissen, dass noch immer sehr, sehr viele Menschen sehnsüchtig auf Impftermine warten, dürfte man jetzt 10 Millionen Dosen nehmen und sie in andere Länder schicken? Beantworte ich gerne die Frage, wenn Sie mir dann Ihre Antwort auch noch sagen. Das ist die Frage, die einen in Nullsummenspiele hineinzwingt, die schon an einem Punkt kommen, wo man viel zu spät überlegt, was man hätte tun müssen. Dass, wenn es eine Formel für einen Impfstoff gibt, man Produktionskapazitäten braucht, die vielleicht nicht nur in Belgien und Marburg und Baltimore stehen sollten, sondern auch in Delhi und in Pretoria, wo sowieso seit Jahrzehnten Medikamente produziert werden, da hätte man auch vielleicht mal drauf kommen können. Ja? Und das heißt gar nicht unbedingt, dass man den Firmen diese Patente wegnimmt. Man hätte nur einfach fragen müssen, wer sind denn eure Lizenzfirmen, mit denen ihr gemeinsam in diesen Ländern die Produktionskapazitäten aufbaut? Welche Hilfe braucht ihr denn dafür? Jetzt mit Nullsummen spielen, wir haben jetzt hier ein paar Millionen Impfstoffe, wie viel nehmen wir denn weg? Bringt die eigentliche Frage, was versäumt wurde, nicht richtig zutage. Herr Forst, geschenkt. Sie haben mit allem recht, aber es ändert nichts daran, dass die Frage meiner Moderatorin-Kollegin damit nicht beantwortet ist. Wir haben ja, wenn Sie historisch alle vier denken, so viel versäumt, so viel falsch gemacht. Wenn wir also die gegenwärtige Entscheidung damit erst einmal hinten anlassen, dass wir erklären, was wir vorher alles falsch gemacht haben, dann brauchen wir uns überhaupt nicht mehr in der Gegenwart zu erklären. Ich greife gerne diese Frage unter uns auf, weil sie ja letztendlich auch ersetzbar wäre. Ist es jetzt nicht an der Zeit, dass alle Kinder ab 16 jedenfalls geimpft werden und jetzt mal diese Eltern um die 40, 50 ein bisschen Ruhe geben nach dem Motto, it's a take and give, jetzt sind die mal dran. Also es geht ja immer, ich muss deswegen nicht marxistisch denken, um Umverteilung. Und diese Frage ist ganz konkret immer im Raum. Immer im Raum und ich würde sie deswegen gerne aufgreifen. Sie ist immer auch, wenn wir philosophisch reden, der ich ja auch als Philosoph das kenne, ein Dilemma. Auch zugegeben und geschenkt. Trotzdem ist die Antwort auf eine Frage, die ein Dilemma darstellt, deswegen nicht obsolet. Im Gegenteil. Also, jetzt drehen wir, damit alle sich das noch mal überlegen können, mit der ursprünglichen Fragestellerin die Runde los. Was ist denn Ihre Antwort bei diesem Dilemma? Das war jetzt wirklich gemein, Herr Forst. Das aber wir kommen doch beim Forst zurück. Er hat eine kurze, ich habe nicht angefangen. Frau Forst, er hat nur eine kurze Ruhephase. Jetzt gewonnen. Ein Teil der Antwort von Herrn Forst ist auch ein Teil meiner Antwort, dass man einfach sagen, man muss dringend das Nullsummenspiel sozusagen außer Kraft setzen und unbedingt jetzt ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen, investieren. Und da ist natürlich klar, dass das die reicheren Regionen tun müssen, um sehr, sehr schnell Produktionskapazitäten aufzubauen und sozusagen die Summe zu verbreitern. Aber ich sage auch, und ich sage das als jemand, der seit langer Zeit sich mit Solidarität beschäftigt und mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigt und dem Ineinandergreifen dieser verschiedenen Konzepte mit blutendem Herzen. Jetzt und hier, in dieser konkreten Situation, in der wir sind, kann ich verstehen, wenn Regierungen sagen, wir haben einen Schutzauftrag für unsere eigene Bevölkerung und wir können das jetzt nicht machen. Wir können nicht dieses knappe Gut woanders hin verteilen. Wir müssen alles, was wir an finanziellen Unterstützung geben können, um eben die Summe anderswo zu erhöhen, tun. Und sobald wir etwas abgeben können, müssen wir das sofort tun. Aber jetzt in dieser ganz konkreten Situation, also ich rede jetzt von heute, dieser Tage, dieser Woche,
ist das nachvollziehbar, ist das nicht aus meiner Sicht ethisch verwerflich, wenn Regierungen das so entscheiden? Ich möchte mich gerne um die Entscheidung drücken. Ich bin froh, dass ich die nicht selber fällen muss. Das ist ein Luxus. Ich möchte aber etwas dazu sagen, wie auch immer man sich entscheidet, wie man das vielleicht begleiten sollte. Ich glaube, es ist relativ einfach, wenn die Entscheidung ist, wie Sie es auch jetzt für diese Situation empfehlen würden, zu sagen, wir behalten Kontingente erstmal hier, die eigene Bevölkerung geht vor, weil es eben diesen Schutzauftrag gibt. Aber der Punkt wird auf jeden Fall kommen, wo natürlich darüber gesprochen wird, und ich glaube, es wurde ja auch schon darüber gesprochen, bestimmte Kontingente weiterzugeben. Und was da aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass man in der Kommunikation über diese Entscheidung auch sehr klar ist und wieder sowohl das Rationale als auch das Emotionale anspricht. Ja? Also ich glaube, rational kann man schon den meisten Menschen sehr gut erklären, dass auch wir davon profitieren, wenn wir sagen, wir in Indien mehr Menschen geimpft werden und die Delta-Mutante nicht zu uns kommt oder nicht so schnell zu uns kommt oder sich nicht weiter mutiert. Aber auch hier sollte der emotionale Aspekt auch eine zusätzliche Rolle spielen. Und wir haben über Neid gesprochen, wir haben über Angst gesprochen, aber es gibt ja auch positive Emotionen, die man auch ansprechen kann. Zum Beispiel Empathie, worüber wir am Anfang gesprochen hatten. Und es hilft oft, den Menschen nachzuvollziehen, warum man anderen helfen soll, wenn man ein konkretes Bild dazu hat, ein konkretes Gesicht. Und gerade in der heutigen Zeit ist das relativ einfach herzustellen, ja? Bilder zu zeigen von, nehmen wir wieder Beispiel Indien, wie die Menschen leiden, wie sie auf der Straße nicht behandelt werden können, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Das hilft, ja, das hilft in dem Sinne, dass es an unsere Empathie appelliert, an das Gute in uns, was die meisten auch in uns haben. Und sowas müsste dann Hand in Hand gehen. Es ist ein wirklich heikel. Ich glaube, es wird nie Einigkeit darüber geben, wann der Punkt erreicht ist, ab wann man was abgeben kann und wie viel das dann ist. Aber sobald man es tut, sollte man es auf eine Art kommunizieren, die möglichst viele Menschen mitnimmt. Also das Gute im Menschen, da wird bei mir, sind da Alarmzeichen, mich darauf zu verlassen. Und Sie haben Indien angesprochen. Ich erinnere mich, als es mit Corona anfing, war es Bergamo. Das war ganz nah dran und viele Leute hatten empathisch, aber Angst um sich selbst. Natürlich auch Mitgefühl mit den Menschen, die in Italien gelitten haben. Dasselbe war noch in New York. Die Menschen, die in der Regel so etwas empfinden, haben schon seit Jahrzehnten nicht sehr viel empfunden mit dem Leid in Afrika und in anderen Teilen der Welt. Ich bin da sehr skeptisch, wie weit diese Empathie dann jetzt bei Corona greift. Aber ich will die Frage doch nicht vergessen haben. Ich will mich auch gar nicht drücken. Meine Antwort wäre, jede Gesellschaft, die jetzt die Marktvorteile, die sie sich verschafft hat, in Bezug auf die Ausstattung mit Impfstoffen dafür verwendet, die eigene Bevölkerung zu impfen, tut das mit guten Gründen, sofern sie diese Vorteile dann nutzt, um sich in derselben Relation der eigenen Wirtschaftskraft zur Wirtschaftskraft anderer Länder dafür einzusetzen, dass in diesen Ländern so schnell wie möglich geimpft werden kann. Ja? Das ist nämlich so verknüpfte Solidarität. Du sagst nicht, ja, ihr jetzt ab unter 40, ihr wartet jetzt 2 Jahre, wir geben das jetzt woanders hin, sondern du sagst, dadurch, dass wir in unserer Gesellschaft weiter impfen können, entsteht eine riesige Verpflichtung, die nicht nur eine humanitäre Geste erfordert, sondern eine echte Verpflichtung im Maße der Relation unserer Wirtschaftskraft, die wir ausgenutzt haben, gegenüber anderen, die das nicht konnten, im Maße dieser Relation dafür zu sorgen, dass in diesen Ländern so schnell wie möglich Impfstoffe produziert oder dorthin geschafft werden. Übrigens ist die Gerechtigkeitsfrage ja nicht nur eine Verteilungsfrage in dem Sinne, dass man schon eine bestimmte Menge von Gütern hat, sondern die Gerechtigkeitsfrage ist ja, wie groß ist diese Menge von Gütern und wer hat darüber befunden, wie groß sie ist und wie sie hergestellt wird. Kann ich noch was zu Ihrer Frage in Bezug auf Moral und Gefühle? Das ist ja jetzt doch etwas, was hier in unserer Runde häufiger wiederkehrt. Wir können über Solidarität ja aus 2 Perspektiven sprechen. Erstens, zu welchen Solidaritäten Menschen im Allgemeinen neigen.
bevorzugen Sie die, die so sind wie Sie? Also gibt es sozusagen ein identitäres Plus? Das kann meine Religion, meine Nation oder was auch immer meine sein. Dann reden wir empirisch darüber, wie, was Menschen dazu bewegt, solidarisch zu sein. Die andere Frage ist, was Menschen dazu bewegen sollte, solidarisch zu sein, weil sie vielleicht von einem globalen System profitieren, das andere sehr stark benachteiligt, aber sie profitieren davon. Das heißt, der Solidaritätsbegriff ist auch deshalb so schwierig, weil man einmal ihn empirisch beschreiben kann und dann sagt man, nein, die Grenze der Solidarität ist da, wo ich überhaupt nicht mehr mit anderen Kulturen und Gesellschaften, die kenne ich nicht, da weiß ich nicht, mit denen habe ich nichts zu tun. Aber ein moralisches Verständnis von Solidarität muss da natürlich genau ansetzen, ja, und sagen, du solltest aber, wenn Solidarität ein normativer Begriff ist, können wir ihn nicht einfach nur empirisch so verhandeln, was Menschen bereit sind, an Solidarität zu tun. Denn sie müssen immer noch als moralische Wesen ansprechbar sein, daraufhin, was sie tun sollten. Ich will es in unsere Gesellschaft zurückholen und Sie bitten, mit mir auf diese Reise zu gehen. Frau Bück, Sie sind ja nicht nur Ärztin und Medizinethikerin, Sie sind auch Soziologin. Als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats bekommen Sie extrem interdisziplinäre Perspektiven mit. Ich würde gerne folgende Frage uns allen jetzt noch mal stellen. Ich beschreibe es wertfrei. In dieser Gesellschaft passiert zivilisatorisch in der Modernen etwas, was es noch nie gegeben hat. Eine Gesellschaft einigt sich darauf, die Älteren, die Alten, die Schwachen und die Kranken zu schützen und nicht die Starken und die Jungen. Das hat uns alle begeistert. Das hat uns alle mitgenommen. Nach einer gewissen Zeit gab es sofort Gerechtigkeitsfragen. Deswegen möchte ich jetzt in dem Teil unseres Gesprächs Gerechtigkeit und Solidarität mit nochmal in den Fokus nehmen. Aber ich behaupte, dass das auch so entstanden ist, weil unsere Gesellschaften so alt sind, wie noch nie Gesellschaften waren. Und was diejenigen, die Meinungsherrschaften haben, sehr viel besser und sehr viel schneller einen solchen Paradigmenwechsel haben einführen können und den Jüngeren und Jüngsten einfach mitgeteilt haben, wir lieben euch, wir sind euch sowas von dankbar, dass ihr an uns denkt. Und bis die sich überhaupt artikulieren konnten, sind Monate vergangen. Und selbst jetzt noch brauchen sie das Fürsprechen der Älteren, damit sie, wie auch immer, in die Schulen zurückkehren. Und in diesem ganzen Jahr war es politisch nicht skandalös genug, dass man eben nicht digitalisiert hat, nicht die Schulen verbessert hat. Also meine provokative These in dem Raum ist, noch auch an diesem konkreten Beispiel, wir gehen jetzt nicht nach Afrika, dass ob die moralische Kategorie vorhanden ist oder nicht, auch bei uns, das sehr viel zu tun hat mit, wer ist gerade diejenige Gruppe oder die Gruppen, die Solidaritätsansprüche formulieren und andere dafür solidarisch sein lassen und gleichzeitig in den Raum hineingeben, emotional. Also ihr seid doch unserer Meinung, weil ihr gute Menschen seid. Dieser Begriff gut ist ja auch schon oft gefallen. Stimmt da irgendetwas dran, was ich beschreibe? Das ist eine schöne Art zu fragen. Ich muss nur ganz kurz korrigieren, dass ich keine Soziologin bin. Das würde ich mir nie anmaßen. Nicht, dass die Kollegen, die das sehen, da einen falschen Eindruck bekommen. Das war eine sehr schöne Provokation, diese Beschreibung. Ich möchte mal positiv anfangen. Es hat ein medizinhistorischer Kollege aus Berlin tatsächlich in einem Vortrag vor einiger Zeit formuliert. Das ist eine der zivilisatorischen Leistungen dieser Pandemie. Das ist die erste echte, riesig große globale Pandemie, in der wir nicht alte Menschen, kranke Menschen und die ganz Jungen der Krankheit überlassen haben. Also das, da bin ich sozusagen bei dieser Interpretation bin ich sehr dabei. Ich glaube aber, dass das der zweite Teil von Ihnen ein bisschen ein Zerrbild war. Es ist sicherlich ein Faktor, dass wir inzwischen dadurch, dass wir älter als Gesellschaften geworden sind, natürlich auch ein anderes Verhältnis entwickelt haben, auch eine andere Wertschätzung entwickelt haben gegenüber, oder sagen wir mal so, dass die Wertschätzung sich nicht mehr so stark konzentriert auf den gesunden, jüngeren, arbeitsfähigen Gruppen, wie das vielleicht in früheren Jahrhunderten oder Jahrtausenden war.
Aber natürlich ist es so, dass wir, und das ist ein schwieriger Begriff jetzt, wir zu sagen, aber ich benutze ihn mal, für uns alle als Gesellschaft haben wir ja vor allem die wirklich hochaltrigen Menschen geschützt. Und das sind jetzt nun nicht diejenigen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen und feixend sagen, guck mal, wir lassen euch jetzt hier all diese Dinge tun und wir genießen das. Also ich glaube, dass deswegen war das sehr provokativ und überzeichnet formuliert. Und insofern würde ich es ein wenig entkräften. Aber dass wir sehen können, daran, wie in dieser Pandemie entschieden wurde, dass sich die Lebensspannen verändert haben, das ist sicherlich überhaupt keine Frage. Erstens und zweitens, dass wir gesehen haben, dass die jüngeren Generationen nicht so viele und vielleicht nicht so starke und nicht so effektive Fürsprecherinnen und Fürsprecher haben, vielleicht, wie andere. Das ist, glaube ich, ein Vorwurf, den man jedenfalls sehr viel hört und vermutlich auch durchaus mit Recht hört. Ich will diese provokative These einfach im Raum lassen. Mein Eindruck, sehr viel Moral und Doppelmoral, sehr viel Heuchelei, alles unter diesem Begriff der Solidarität. Gerade die Ältesten haben, anders als vor vielen Jahrzehnten, oft eine große Einsamkeitserfahrung. Also in den Familien etc. wird nicht dieser Schwerpunkt gesetzt. Kinder und Jugendliche erleben seit Jahren und Jahrzehnten, dass der Fokus gerade in der Bildungsgerechtigkeit nicht besonders zu ihren Gunsten sich entwickelt hat. Wenn man alleine diese zwei Teile nimmt und über Solidarität nochmal reflektiert, im Zusammenhang auch mit gesellschaftlichen Zwischengeschossen, dann würde ich doch gerne mit diesen Bildern weiterarbeiten, um ein paar Risse auch herzustellen, die ja manchmal hilfreich sein können. Sind Debatten über Solidarität also auch jedenfalls in Gefahr, Moral, Doppelmoral und Heuchelei so zu transportieren, dass, wenn es in Anführungsstrichen erfolgreich ist, ich meine das Gegenteil, es nicht bemerkt wird? Ich gehe nicht mit Ihnen mit, dass wir von Heuchelei sprechen. Das glaube ich nicht. Aber ich teile die Einschätzung, dass der Fokus schon auf bestimmten Gruppen lag. Und ich merke das auch daran, dass bestimmte Gruppen einfach komplett ausgeblendet wurden. Eine Gruppe, mit der ich selber sehr viel zu tun habe, weswegen mir das besonders aufgefallen ist, es gibt sicher noch andere, sind die Studierenden. Wir haben knapp 3 Millionen Studierende in Deutschland. Und als es noch diese Ministerpräsidentenkonferenzen gab, da war das Wort Hochschulen, Universitäten, Studierende nie drin. Wir haben das immer durchgeschaut, danach geguckt, wo kommt das Wort? Es wurde noch nicht mal drüber diskutiert. Und ich glaube, dass das ein Symptom dafür ist, wie wirklich Jüngere teilweise stark vergessen wurden. Ja, an die Grundschüler, die Kindergartenschüler hat man dann noch eher gedacht, auch nicht ausreichend, sage ich auch als Mutter einer Grundschülerin. Aber gerade die Studierenden, die kamen schon sehr, sehr spät in der Debatte. Mhm. Und ein weiterer Punkt, der mir auch da schlecht in Erinnerung ist, es gab, es war irgendwann im letzten Jahr, mal so ein Video von einer jungen Frau, die sich so ein bisschen darüber beklagte, dass sie jetzt nicht mehr feiern kann. Und sagte, sie sieht es ein, dass sie das darauf verzichten muss, aber es fehlt ihr schon. Es fehlt ihr zu feiern, die Partys fehlen ihr. Und sie bekam einen wahnsinnigen Gegenwind. Die hedonistischen Jugendlichen haben immer nur das eine im Kopf und, ne, und sollen sich jetzt mal zurücknehmen. Und was mir da fehlt, und das mag durchaus daran liegen, dass die Debatten doch von älteren Generationen vor allem bestimmt sind, ist eine Einsicht darin, dass Jugendliche und junge Erwachsene aus ihrer Entwicklung heraus, also entwicklungspsychologisch, bestimmte Bedürfnisse haben, die einfach anders sind als die von Älteren und die deswegen nicht falsch sind und die sogar sehr gerechtfertigt sind. Also so etwas wie zu feiern bedeutet, dass man andere Menschen im gleichen Alter kennenlernt, dass man Partnerinnen und Partner findet, dass man sich ausprobiert, dass man auch mal Grenzen überschreitet. Das ist alles wahnsinnig wichtig für die Entwicklung. Und das wurde dieser Generation jetzt für einen relativ langen Zeitraum schon genommen. Und jetzt mag man als Erwachsener sagen, was ist schon ein Jahr, was sind schon 18 Monate, aber das ist eben für jemanden, der 18, 19, 20 ist, eine extrem lange Zeit, die nicht zu ersetzen ist. Und dieses
Bewusstsein dafür, dass das nicht nur Spaß ist, der da fehlt, sondern dass das wirklich an die grundlegende Entwicklung der Identität geht, was diesen Menschen zugemutet wurde, das wurde meiner Meinung nach stark vernachlässigt in der Diskussion. Also ich stimme mit der Diagnose der Belastung überein, ob es verdrängt wurde aufgrund bestimmter Machtverhältnisse in der Gesellschaft, da bin ich mir nicht so sicher. Also Kontaktsperren über Monate hinweg schaden allen Menschen, egal wie alt sie sind. Ob sie 80, 70 sind und ihre Enkel nicht mehr sehen können oder die Enkel nicht mehr in die Schule gehen können und ihre Freunde nicht mehr treffen. Die Belastungen sind überall groß gewesen. Also ich sehe nicht, wieso man jetzt die eine Gruppe gegen die andere so ausspielen sollte, dass man sagt, denen wurde mehr zugemutet. Richtig ist, dass die Zumutungen nicht alle gleich verteilt sind. Wie soll das auch gehen? Für manche Leute, die in manchen Berufen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die haben gesagt, ja, Homeoffice mache ich schon mein Leben lang, hat sich nichts geändert. Ja? Oder ein Kommilitone meiner Tochter sagte, ja, für mich als Computer-Scientist ist das Leben wie früher. Ja? Also Entschuldigung an alle Computer-Scientists. Also für ganz viele Gruppen war das eine riesige Belastung. Wichtig ist, gab es denn dazu wirklich eine Alternative? Gab es gute Gründe, das so zu machen oder hat man was übersehen? Richtig ist auch, jetzt kommen Solidaritätskaskaden ins Spiel. Ja? Nach der Solidaritätsaktion zur Abwendung des Virus und zum Schutz der Kranken und der Alten ist jetzt die Frage, was tut die Gesellschaft solidarisch für die Kinder, die eben nicht von zu Hause gut betreut werden konnten, weil sie mit dem Homeschooling, sondern die wirklich was verpasst haben, ja, und jetzt hinten dran hängen. Was tut die Gesellschaft für Leute, deren Existenz tatsächlich zerbrochen ist und die jetzt da stehen und nicht genau wissen, was sie tun sollen. Das heißt, aus der einen solidarischen Aktion wird die Frage, welche solidarischen Aktionen sind denn nötig, um hier weiterzumachen. Die Solidarität kann nicht einfach nur insulär gemeint gewesen sein und sagen, ja, dann sind irgendwann alle geimpft und wir machen wieder weiter wie vorher. So kann es nicht sein. Dafür war diese Krise zu dramatisch und die Eingriffe in das Leben zu tief. Solidarität hat was mit Verzichten zu tun. Herr Forst hat gerade was angesprochen. Irgendwann sollten auch die zurückgesteckt haben, freiwillig und unfreiwillig übrigens, dann das Gefühl, aber vor allen Dingen auch die Taten sehen, dass man sich, ja, kann man sagen, dass man das kompensiert. Vielleicht benutze ich mal den Begriff, dass man dieses Verhalten dann doch anerkennt. Viele Menschen, ich habe diese Frage auch aus der Zuhörerschaft, sagen, das Wort Solidarität ist missbraucht worden. Spätestens jetzt, wo man diese andere Gruppen, die Herr Forst gerade anspricht, betreuen müsste, merkt man, diese Energie ist nicht unbedingt äquivalent spürbar, auch sichtbar. Ist das Wort Solidarität dann spätestens unter Umständen missbräuchlich, wenn sich die, Sie nennen das Kaskaden, ich nenne die Kompensation, nicht erfüllt wird, wie ich glaube, wir das an einigen Teilen, gerade bei den Jüngeren, sehen? Das ist die Reziprozität, über die wir initial gesprochen haben. Also ob man es Kompensation nennt oder Gegenseitigkeit oder Ausgleich oder eben Reziprozität, es ist fast egal. Das ist diese Struktur, die wir jetzt sehen. Und ich werde das Wort klauen, das finde ich hervorragend, Solidaritätskaskade, dass sozusagen die eine solidarische Leistung eine andere erfordert. Das ist diese indirekte Ausgleichsnotwendigkeit, die besteht. Und ich finde, da gab es ein wirklich sprechendes Beispiel, wenn ich das noch zusätzlich einbringen darf. Und das war der Umgang mit den Geimpften. Also, als diese Diskussion aufkam, was dürfen denn die schon geimpft sind, dann? Welche der Freiheitsbeschränkungen werden für sie zurückgenommen? Das sind ja keine Privilegien, das war immer falsch, sind auch keine Sonderrechte oder Sonstiges, sondern ging es ja um die Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen. Und alle Juristen, auch bei uns im Ethikrat, haben klipp und klar gesagt,
darüber müssen wir nicht diskutieren. Wenn der Sachgrund entfällt, also wenn sozusagen die Begründung für die Freiheitsbeschränkung entfällt, dann muss die aufgehoben werden. Die Freiheit werden. Ist konstitutiv, genau, das und ist ein muss Grundrecht, nicht begründet werden. Das waren alle möglichen Einschränkungen von Grundrechten, also überhaupt keine Frage. Alle Ethiker haben gesagt, hui, das ist jetzt aber schwierig, weil da sind ja, haben wir alle kollektiv so zurückgestanden, um diese Priorisierung zu ermöglichen. Die hatte eine ganz breite Unterstützung in der Bevölkerung. Weit über 90% haben die unterstützt und in verschiedenen Studien immer wieder dargestellt. Oh, und jetzt dürfen die das Nächste. Also das war dieses Problem mit dem doppelten Vorteil und dem doppelten Nachteil. Sie sind schon geimpft, sie sind schon geschützt und jetzt dürfen sie auch noch mehr. Und ich bin immer noch nicht geschützt und jetzt darf ich auch immer noch nicht so viel. Und das war verletzte Reziprozität. Und da war so ein Auseinanderfallen. Es war völlig nachvollziehbar, dass das rechtliche Argument in eine andere Richtung geht. Aber natürlich darf man auch als Ethikerin dann darauf hinweisen, dass da nicht rechtlich verfasste wesentliche Aspekte einer ganz grundsätzlichen, und das wurde übrigens auch als Gerechtigkeitsproblem, nicht nur als Problem von verletzter Reziprozität, sondern tatsächlich genuine Gerechtigkeitsproblematik dargestellt, dass das da wirklich betroffen war. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Beispiele gewesen. Und da hat sich unter anderem die öffentliche Debatte um diesen Blick auf die junge Generation sehr stark entzündet. Also insofern hatte das auch was Positives tatsächlich, diese Diskussion, weil sehr viel mehr Stimmen auf einmal hörbar waren, die gesagt haben, also Moment mal, die haben wirklich viel mitgemacht. Also was Sie eben gerade so beschrieben haben und was, glaube ich, was man auch aus der eigenen Anschauung eben kennt. Und das sind so, und da ich habe das wirklich aus meiner Sicht eine völlig offene Frage, wie wir, diese Frage ist jetzt hoffentlich bald geklärt, weil dann irgendwann alle, die das wollten, sich impfen lassen konnten. Wir haben gerade niedrige Inzidenzen, also es kann sowieso für alle können Freiheitsbeschränkungen zurückgenommen werden. Das ist ja grundsätzlich eine gute Situation. Aber ob wir aus dieser pandemischen Krise irgendwann herausgehen und sozusagen solidarische Schulden haben bei verschiedenen Gruppen und wie die aussehen, das ist aus meiner Sicht wirklich eine der ganz großen Herausforderungen, die auf uns zukommen werden. Interessant ist, dass dieses Dilemma, übrigens, ich würde nicht von der Vergangenheit reden, war, sondern es ist immer noch der Zustand, den Sie gerade beschrieben haben. Wir sind immer noch mitten in diesem Zustand. Immer noch ist die Mehrheit der Bevölkerung nicht doppelt geimpft und immer noch ist, je jünger sie sind, in der Priorisierung, auch wenn sie nicht rechtlich ist, tatsächlich eine solche vorhanden. Das heißt, es triggert emotional diese Frage weiter. Und ich nehme diesen Begriff nochmal auf der Gerechtigkeit, weil es mir wichtig ist, in diesem Teil unseres Gesprächs nochmal zu versuchen, gibt es eine Trennlinie zwischen Solidarität und Gerechtigkeit? Ist das Normative ein Element des Gerechten? Das Solidarische hat einen Gerechtigkeitsgedanken, aber keinen Anspruch auf eine gerechte Entscheidung in einer Gesellschaft. Aber ich würde gern dieses Beispiel dann noch mal vertiefen. Eine andere Frage geht nämlich da auch mit. Wenn man nur, so wird gefragt, Frau Luhmann an Sie, wenn man nur nach seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen lebt und darauf abzielt, diese zu erfüllen, wer achtet denn dann noch auf Mitmenschen? Aber wie kann man solidarisch, ein interessantes Wort, wirklich leben? Man könnte ja auch das wirklich sein lassen, aber dann wird die Frage scheinbar einfacher. Bedeutet das denn nicht auch, dann alles zu teilen? Also wenn man diesen Gedanken der Solidarität denkt, müsste man ihm nicht radikaler denken als das, wo wir schon sehr früh zufrieden sind und sagen, mein Gott, wir sind eine sehr solidarische Gesellschaft, fragt unsere Zuhörerin auch, wenn es eben gerade bedeutet, ich muss teilen, ich muss aufgeben. Also erfüllen wir uns zu früh die Rückbestätigung, wir sind doch solidarisch, damit wir nicht wirklich die nächsten Schritte, wo es weh tut, gehen müssen? Es wäre ja schön, wenn das in der Realität umsetzbar wäre, dass wir alle so solidarisch sind, dass wir alles komplett teilen. Ich glaube, das ist sowohl auf psychologischer als auch auf politischer Ebene wirklich eine Utopie leider.
Tatsächlich gibt es da ein Spannungsfeld. Ich bin immer ganz stark dagegen, in so Entweder-Oder-Szenarien schwarz und weiß zu denken. Für mich sind die meisten Dinge in der Welt irgendwie kontinuierlich. Das heißt, es gibt auf der einen Seite den extrem solidarischen oder vielleicht sagen wir prosozialen Lebensstil, wo man wirklich sich selbst komplett zurückstellt und der Gemeinschaft, vielleicht auch nur den Personen, die man kennt, der Familie gibt und gibt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den extrem egoistischen Stil, wo man wirklich nur sein eigenes Wohlbefinden im Sinn hat, vielleicht noch das des Partners, der Partnerin, aber sonst kaum darüber hinausschauen kann. Und die meisten Menschen bewegen sich ja glücklicherweise nicht an diesen beiden Extremen, sondern sind in der Mitte. Und deswegen ist es, wäre es natürlich irgendwie ein ideales Ziel, wenn wir teilen könnten, aber das widerspricht doch, glaube ich, der psychologischen Realität der meisten Menschen, weil wir immer, wenn wir geben, auch Kosten haben. Und wenn diese Kosten zu hoch werden für uns persönlich, dann ist, glaube ich, für viele eine Grenze erreicht. Aber das ist eben sehr unterschiedlich, wo die ist. Ich bin froh, dass Sie die Frage ansprechen und ich will da anschließen, weil ich glaube, wir sollten hier nicht eine Runde über Solidarität in der Gesellschaft haben, ohne einmal zumindest gesagt zu haben, in welche schizophrene Situation wir uns hineinbewegen. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass wir in dieser Gesellschaft, aber auch fast allen Gesellschaften der Welt, ein Wirtschaftssystem haben, von dem man jetzt nicht wirklich sagen könnte, dass ein Premium auf Solidarität dort besteht. Ja? Erfolgreiches Wirtschaften heißt dort, berechnend mit anderen umzugehen. Und das heißt nicht unbedingt Profite über Leichen zu machen, aber es heißt schon, dass bei dieser Berechnung mein Nutzen und deren Nutzen nicht unbedingt in solidarischer Balance, sagen wir mal vorsichtig, ausgehandelt werden. Das heißt also, die Schizophrenie besteht darin, dass wir eigentlich jetzt in ein System langsam wieder hineinkommen, von dem wir ja wissen, dass es Solidarität kaum zulässt. Aber wir wissen, dass Solidarität an so vielen Ecken gefordert ist durch diese Kaskaden, dieses Einschnitts jetzt. Und es ist auch nicht so, dass Solidarität vor der Pandemie in unseren Gesellschaften wahnsinnig stark prämiert wurde. Ja, unsere Gesellschaften erlauben sich ja eine Form des sozialen Lebens, in der viele Menschen sehr prekär leben. Und bei denen die Frage, ob sie 10 Euro mehr oder weniger im Monat haben, keine Nebensächlichkeit ist. Ja? Also schalten wir da noch mal die Frage der Solidarität hin, ja, in diese Lebensverhältnisse. Was ich meine ist, dass uns jetzt unbehaglich wird bei dem Gedanken, was wird sein, wenn wir aus dieser Solidaritätsblase der Pandemie wieder rauskommen. Wird der Sozialdarwinismus in der Ökonomie oder in anderen gesellschaftlichen Systemen nur schlimmer sein, weil die Leute meinen, ich muss schnell wieder vor die anderen kommen? Oder kann hier ein Lerneffekt über Solidarität geschehen sein? Sozusagen im Kant, noch einmal Kant, Entschuldigung, zu zitieren, ein Geschichtszeichen. Ja, so wie Kant glaubte, die französische Revolution kann so ein Zeichen sein, dass was geht historisch. Also ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich will nur sagen, wir bewegen uns in eine schizophrene Situation hinein. Vielen von uns ist bewusst, dass die Solidarität, die gezeigt wurde, hier nicht einfach aufhören kann. Aber vielen von uns ist bewusst, es gibt so viele Imperative des ökonomischen und sozialen Lebens, die auf Solidarität keine besondere Prämie setzen, dass wir nicht wissen, wie wir in Zukunft weiterleben werden. Also, wenn ich nur ergänzen darf, auch mit Blick auf unser Recht, das ist sehr verkürzt gesprochen sehr individualorientiert, und auch da gibt's es ist schwer rechtlich abzubilden, tatsächlich in verschiedenen Bereichen Solidarität. Ich bin da allerdings relativ optimistisch. Also ich glaube ja immer daran, das sind, glaube ich, psychologische Kolleginnen und Kollegen, die das formuliert haben, dass eben Verhalten ansteckend ist. Passt auch schön in eine pandemische Zeit. Und ich hoffe, einfach dadurch diese doch sehr viszerale Erfahrung gemacht zu haben, auch vom Anfang der Pandemie,
das hat schon etwas, hoffe ich jedenfalls, angestoßen. Wir haben an der TU München eine Studie begonnen, eine sehr tiefgehende Interviewstudie, gleich im ersten Lockdown, die jetzt die ganze Zeit weiterläuft. Und wir interviewen regelmäßig dieselben Menschen, also longitudinal. Und das ist natürlich eine kleine Gruppe und also ist nicht repräsentativ. Aber man sieht doch, dass allein das Nachdenken über das, was haben wir da geleistet, was sollten wir jetzt zurückbekommen, also all das, was wir jetzt schon besprochen haben, das setzt natürlich Dinge in Gang. Und da bin ich vielleicht Optimistin, aber ich hoffe jedenfalls, dass das etwas ist, was wir jedenfalls nicht vergessen und aus dem wir unbedingt etwas lernen müssen. Also ich glaube, wir haben ein Fenster, darauf aufzubauen und das mitzunehmen, sodass wir nicht einfach zum Zustand vorher zurückkehren. Ich habe gesagt, ich bin Optimistin. Aber meine dialektische Pflicht ist, das Gegenteil jetzt in den Raum zu stellen. Das werden Sie erlauben. Erst einmal, evolutionär waren die paar Monate bei allem Respekt vor dieser Zeit jetzt nicht gerade eine so prägende Zeit. Zweitens, in dieser prägenden Zeit sind ja auch viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, nicht weil sie solidarisch waren, sondern weil sie von Gesetzes wegen, von Verordnungs wegen, als die Freiwilligkeit immer mehr zurückging, beispielsweise dazu, sie sind dazu gebracht worden, ihre Geschäfte zu schließen, die Cafés zu schließen, die Restaurants zu schließen. Übrigens, Fabrikhallen wurden nie geschlossen. Kinder hatten überhaupt kein Einspruchsrecht. Studenten, Studentinnen hatten überhaupt kein Einspruchsrecht. Waren die jetzt mit Freiwilligkeit und aus ihrer Solidarität heraus dabei, das durchzuhalten? Wurde das durch Milliarden kompensiert? War das ein Solidaritätsbeitrag Ihnen gegenüber? Also die Komplexität der vielen Verschichtungen, die in diesen Monaten geschehen sind, führen bei mir jedenfalls noch nicht zu einer Diagnose, die in diesen Optimismus ragt. Und ich möchte schon den Stachel, den Herr Forst eingeführt hat, dann uns allen noch mal antun. Und ich will noch einmal diesen Begriff der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Unsere Gesellschaft war vor der Pandemie in vielen Bereichen sichtbar und seit langem auch hörbar, in vielen Teilen nicht gerecht und von Solidarität für die Bekämpfung dieses Nichtgerechten nicht unbedingt bekannt, außer dass es Finanztransfers gibt. Ist diese Gesellschaft, in der wir leben, und damit meine ich nicht nur die deutsche, sondern die moderne, oder man könnte auch von einer postmodernen reden, alles geschenkt? Gerade im kapitalistischen orientierten Teil dieser Welt eher eine Gesellschaft, die, wenn sie sich ehrlich macht, bei allem, was sie an Solidarität auch vor sich hin triggert, eine Ich-Gesellschaft mehr denn je, oder eher dann doch eine Wir-Gesellschaft, oder man kann es auch so sagen, ist der Egoismus, dass ich denke an mich und mein gutes Leben, nicht eigentlich ein Leitmotiv der letzten wenigstens 20, 30 Jahre? Ich sehe es sehr gemischt, muss ich sagen. Also ich teile weder den Optimismus von Frau Büchs noch ihren oder Herr Forsts Pessimismus. Ich glaube, dass da gemischte Lektionen gelehrt wurden. Auf der individuellen Ebene, glaube ich, hoffe ich, dass viele Menschen mitbekommen haben, wozu sie fähig sind und auch was eigentlich wichtig ist in ihrem Leben, dass zum Beispiel soziale Beziehungen sehr wichtig sind. Das hat man gemerkt in dem Moment, wo sie fehlten, die sozialen Kontakte. Und ich glaube, dass daraus Menschen für sich, oder ich hoffe es, ich weiß es nicht, ob es so sein wird, aber ich hoffe es, dass daraus Menschen für sich mitgenommen haben, dass sie vielleicht bestimmte Prioritäten in ihrem Leben auch ändern. Und das kann ansteckend sein. Ja, Sie haben völlig recht, dazu gibt es auch Befunde, die zeigen, wenn ich mich selber prosozialer
verhalte, ihr anderen Menschen helfe, dann kriege ich das aus meinem Umfeld zurück und die geben das weiter. Also so etwas kann schon sich auch ein wenig ausbreiten. Das ist die optimistische Seite, dass quasi von den individuellen Erfahrungen etwas kommt, was sich auf der gesellschaftlichen Ebene irgendwann auch widerspiegelt. Auf der anderen Seite, wenn Sie das Stichwort Gerechtigkeit nehmen, bin ich der Überzeugung, dass viele Gruppen, gerade die, die vielleicht nicht immer so zu Wort kamen, auch gemerkt haben, Gerechtigkeit ist kein Selbstläufer. Es kommt nicht automatisch zu ihnen, sondern sie müssen dafür kämpfen, sie müssen dafür einstehen. Was wiederum heißt, sie müssen auf sich selbst, auf ihre Gruppe aufmerksam machen und gegen die Interessen von anderen Gruppen wirken. Und das wiederum ist etwas, was mich eher nicht so optimistisch stimmt bezüglich der Zukunft. Vor allem, da die nächste Krise, die unsere Solidarität erfordert, direkt schon anklopft mit der Klimakrise, an der wiederum auch unterschiedliche Generationen und unterschiedliche soziale Gruppen auch sich unterscheiden darin, wie sehr sie das überhaupt betrifft und wie groß ihr Interesse daran ist, da etwas zu tun. Und wenn ich mir so anschaue, wie wir als Gesellschaft umgegangen sind mit der Corona-Pandemie, dann sehe ich einerseits ein großes Potenzial für Solidarität, das ist großartig. Ich sehe aber auch eine ganze Reihe von Sollbruchstellen und ich hoffe, dass wir es als Gesellschaft irgendwie schaffen können, dieses Potenzial der Solidarisierung mitzunehmen und dann auch für die nächste große Krise anzuwenden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob uns das gelingen wird. Es gibt ja zwei Arten von Hoffnung. Die eine ist diese Hoffnung, die sich zurücklehnt und sagt, wird schon werden. Ja? Die andere ist die aktive, die kämpferische Hoffnung. Das ist die, die mit Gramsci sagt, ja, also der Pessimismus des Intellekts, der sagt uns, es wird nicht gut gehen. Aber der Optimismus des Willens sagt uns, es lohnt sich trotzdem, dafür einzutreten, dass es besser wird. Und diese Krise gibt Anzeichen, so wie Sie es gesagt haben, für beides. Es gibt jetzt Anzeichen, dass sich viele bereit machen, so weiterzumachen wie bisher. Ja? Und vielleicht der Kampf um die bessere soziale Position noch gravierender werden wird aus dieser Unsicherheit heraus. Aber richtig ist, wir haben etwas erlebt, von dem viele gar nicht glaubten, dass es möglich ist. Aus Rücksicht auf kranke und gefährdete Menschen, in ihrer Gesundheit gefährdete Menschen, eine Gesellschaft, stimmt, nicht Fabriken und so, nicht komplett, aber doch weitgehend stillzustellen, umzustellen, umzupolen. Und zwar nicht für 4 Wochen, sondern für eine relativ lange Zeit. Dass das möglich ist, muss in Erinnerung bleiben, müsste. Und das ist eben dieser zweite Aspekt des Hoffens, sozusagen, dass dafür muss man kämpfen und eintreten, dass hier ein Lerneffekt besteht. Wenn in Zukunft jemand sagt, das geht gar nicht, da sind alle ökonomischen Gesetze, würden über den Haufen geworfen, dann kann man vielleicht mal daran erinnern, ach, geht gar nicht. Aber Herr Frost, ist die Gesellschaft mit all dem, was Sie auch beschreiben, was ich ja teilweise auch empfinde, ist die Gesellschaft dadurch gerechter geworden? Wird deswegen Gerechtigkeit morgen und übermorgen gerechter werden? Wo sind denn da die Hoffnungsblicke, die wir aus diesen vielen Monaten nehmen? Wenn ich nur noch mal wieder daran erinnern darf, weil es ist nun mal auch meine Überzeugung, dass man an die erinnern muss, die wirklich hoch investiert haben, freiwillig oder nicht freiwillig. Und ich muss da wirklich Kinder, Jugendliche, junge Menschen, keine Praktika, keine Schulpraktika, ich rede jetzt nicht von den akademischen Praktika, all die da zurückgesteckt haben. Wenn das ein solidarischer Akt war, wie wir ihn beschreiben, die Frage der Gerechtigkeit ist da nicht nur dann noch weniger, sondern noch eher zu beleuchten. Also meine Frage in den Raum hinein, verändert sich das Gerechtigkeitshandeln, der Ausgleich, ich sage sogar die Belohnung für Verzicht, ist das sichtbar oder bleiben wie oft nach solchen Krisen sehr viele auf der Strecke, die einigen, nicht die wenigen, die viel getan haben, die ermunternd sind, die hoffnungsfroh sind, gehen dann ihren Weg auch weiter. Und die anderen werden mit jedem Tag wieder in die Routine des Vergessens zurückfallen.
ist diese Beschreibung, die ich erst einmal nur in den Raum stelle, weil Solidarität und Gerechtigkeit sind aus meiner Sicht doch noch mal zwei verschiedene Begriffe. Die Solidarität, ich komme auf die Freiwilligkeit zurück, kann kommen, kann nicht kommen. Schlimmstenfalls muss ich Sie um was bitten. Tun Sie mir den Gefallen und hoffe, Sie sind ein empathisch solidarischer Mensch. Die Gerechtigkeit ist eigentlich etwas, was ich als Mensch in diesem Land, in dieser Gesellschaft beanspruchen kann. Was können die Kinder und Jugendlichen nach der Pandemie mehr beanspruchen als vor der Pandemie? Also ich würde ungern, wenn ich darf, ganz kurz, ich würde ungern so einen starken Gegensatz zwischen Solidarität und Gerechtigkeit konstruieren. Es gibt Solidaritäten, die haben mit Gerechtigkeit nichts am Hut. Ja, weil sie sich um vielleicht Nationalismus herum gruppieren oder irgendwas. Das steht nicht im Begriff der Solidarität. Es gibt Solidaritäten, die sind durch die Gerechtigkeit begründet, weil die Gerechtigkeit Menschen darauf verpflichtet, dass ein gesellschaftlicher Zusammenhalt nur dann gerecht sein kann, wenn auch den Schlechtestgestellten in einer Gesellschaft Gründe dafür genannt werden, dass keine bessere Regelung für sie gangbar und möglich ist. Das ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und das ist eine hohe Anforderung, und deshalb bin ich bei Ihnen, dass unsere Gesellschaften sich nicht rühmen können, bis vor der Pandemie gerecht gewesen zu sein. Aber der Fokus, der in der Pandemie auf die Schlechtestgestellten, die Gefährdetsten gelegt wurden, der muss nun erweitert werden auf andere Gruppen, die besonders benachteiligt waren oder wurden in der Pandemie. Und deshalb ist das ein Gerechtigkeitsfokus, wo man nicht die eine Gruppe gegen die andere ausspielen darf, sondern alle, die schlechter gestellt wurden und schlecht gestellt wurden und die Gesellschaft in der Pflicht ist, dies zu berücksichtigen und hier etwas zu tun, nicht nur kompensatorisch hier und jetzt, sondern strukturell langfristig das Bildungssystem zu verbessern und viele andere, vom Mindestlohn angefangen und Sozialleistungen, Gesundheitsleistungen und so weiter. Das sind solidarische Fragen der Gerechtigkeit, die sich mit den Gruppen befassen müssen, die besonders gelitten haben, die zu den Schlechtestgestellten gehören. Befinden wir uns eher in einer Ich-Zeit, wenn wir jetzt die letzten 20 Jahre nehmen, oder eher in, ich banalisiere das, in einer Wir-Zeit der Solidaritäten? Also die Frage lässt sich jetzt noch nicht beantworten. Auch Ihre vorherige Frage lässt sich jetzt noch nicht beantworten. Wir sind an einem Scheideweg. Also ich teile natürlich den gebrochenen Optimismus, den wir hier, glaube ich, alle haben. Entweder es passiert das, was ein Kollege von mir mal beschrieben hat, mit Blick auf Reaktionen auf frühere Pandemien, also auch Ebola und SARS-1 und so weiter. Der hat gesagt, the lesson we have learned is that we do not like to learn lessons. Also was wir gelehrt haben, ist, wir lernen nicht gern. Das ist sozusagen, das ist der eine Weg, und der darf nicht passieren. Fertig, ganz klipp und klar formuliert. Es muss... Stopp, ich muss unterbrechen. Fertig, ganz klipp und klar formulieren heißt für mich, begründen wir das doch ein bisschen besser. Helfen Sie mir, das zu begründen. Es muss aus einer so tiefgreifenden Leidenserfahrung, die so breit uns alle als Individuen und als Gesellschaft ergriffen hat, gelernt werden. Und da kommt jetzt der Optimismus ins Spiel. Und da spricht auch die Ethikerin und sagt das ganz klar als Sollenssatz. Das sind wir uns alle nach dieser Zeit jetzt schuldig. Und jetzt kommt der verhaltene Optimismus. Man sieht an verschiedenen Stellen, sei es international, was WHO und solche Gremien anbelangt, sei es aber auch national, erste Ansätze des Lernens. Ich sage das bewusst vorsichtig und will nicht so präzise werden wie Herr Forst, aber da passieren einige Dinge, und ich hoffe sehr, dass das weitergeht, und ich glaube, wir müssen das jetzt gestalten. Also dieses wir alle als Zivilgesellschaft müssen daran. Das ist sozusagen, also helfen Sie mir der Appell im Gestalten. Geben Sie mir 1, 2, 3 Hilfen, wie ich gestalten soll, damit es so wird, wie Sie es antizipieren. Also das eine ist, dass man sich eben zum Beispiel Dinge anschauen muss, die dysfunktional gelaufen sind, also angefangen bei der Digitalisierung über Bürokratie, Verwaltung und so weiter und so fort. Dass man sich eben die Bereiche anschauen muss, die besonders gelitten haben. Also das sind eben bestimmte Branchen, das sind bestimmte Berufe, aber das sind eben auch bestimmte Gruppen in der Gesellschaft. Und da klug und kreativ und nicht nur mit einfach Transferleistungen, sondern mit klugen Ideen,
in denen viele ganz viel berufener sind als ich, das zu entwickeln, aber doch einfach kreativ neu überlegt, wie kann man die Gesellschaft weiterentwickeln. Und diesen Impuls, den müssen wir nutzen. Also diese Voraussetzungen, die Sie gerade beschreiben, sind ja nicht erst seit der Pandemie möglich, denkbar und notwendig. Aber klug die Pandemie und kreativ, ist ein guter klug Anlass. Und kreativ. Wie würden Sie die ersten Handlungsanweisungen, ich formuliere es mal so, formulieren, um aus dieser Erfahrung, und wir haben gesehen, es ist ein Plural, Erfahrungen und ganz unterschiedliche, einen solidarischen Optimismus real werden zu lassen? Ja, das ist wirklich die große Herausforderung. Also als Psychologin habe ich natürlich den Blick vor allem auf die Individuen, auf die einzelnen Personen. Und ich glaube, was da wichtig ist, neben dieser Aufarbeitung der Fehler und auch der guten Sachen, die passiert sind, ist, dass man den Blick nicht zu schnell wieder abwendet auf etwas Neues, sondern dass man gerade diejenigen, die gelitten haben, auch längerfristig im Blick behält. Strukturelle Veränderungen im Bildungssystem sind ein wunderbares Beispiel. Als Psychologin habe ich natürlich auch diejenigen im Kopf, die so extrem psychisch gelitten haben, dass sie vielleicht noch nicht heute, aber vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wirklich auch Hilfe brauchen, zum Beispiel eine Psychotherapie brauchen, um da wieder rauszukommen. Dass wir auch in diese Dinge investieren als Gesellschaft von Seiten der Politik, um eben diese langfristigen Folgen auch aufzufangen. Und die Folgen werden langfristig sein. Und ich glaube, wir können heute noch gar nicht absehen, in welche Bereiche die überall eingreifen werden. Ganz kurz, Herr Forst, weil wir noch einige wenige Sekunden haben. Wie optimistisch sehen Sie den Prozess, der beschrieben wird? Also, dass wir als Gesellschaft plötzlich langfristig, solidarisch, empathisch mit den Schwachen sind und daraus auch Konsequenzen ziehen. Ich bin da nicht optimistisch, ich will es aber sein. So, ich denke, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, weil es dazu zwingt, weiter zu denken und weiter zu reden über das, worüber wir uns jetzt 90 Minuten unterhalten haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Denkreise, liebe Frau Bürst. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Luhmann. Ganz herzlichen Dank bei Rainer Forst. Herzlichen Dank, dass Sie uns bei dieser Denkreise begleitet haben. Bis zum nächsten Mal.